Mein Name ist Anne Lietz, ich bin Europaabgeordneter aus Sachsen-Anhalt und spreche hier zu euch aus dem Europaparlament. Europaweit, ja fast schon weltweit, kämpfen Schülerinnen und Schüler für die Zukunft der Erde. Ich selber sprach vor 3000 Schülerinnen und Schülern vor dem Europaparlament in Brüssel. Future for Friday ist die neue Bewegung und ich bin echt stolz darauf. Und ihr Engagement ist richtig und wichtig, denn wir müssen alles geben, um das in Paris verhandelte 2-Grad-Ziel zu erreichen. Wir müssen eine gefährliche Klimaveränderung verhindern. An alle Schülerinnen und Schüler, die Studentinnen und Studenten, kann ich nur appellieren, setzt euch weiterhin dazu ein, demonstriert, sprecht mit Politikerinnen und Politikern, fordert sie auf, ihre Hausaufgaben zu machen und unser Klima aktiv besser zu schützen. Wir, Politikerinnen und Politiker, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, müssen den Klimaschutz in unserer Arbeit in den Parlamenten, aber auch in der Wirtschaft zur obersten Priorität machen. Und ihr habt recht. Es gibt keinen Planeten B. Als Außenpolitiker arbeite ich zu diesem Thema seit 5 Jahren und setze mich für internationale Klimaschutzabkommen ein. Doch noch sind nicht genügend Politiker und Politikerinnen, Diplomatinnen und Diplomaten mit Klimaschutz betraut. Das ist genau der Punkt. Dies zu ändern ist mein Ziel. Gerade die Klimaverhandlungen, Klimaabkommen brauchen qualifizierte Fachleute, damit man weiß, wie man Klimaschutz angehen kann, wie die Länder ihre Klimaschutzziele verfolgen und wir miteinander diesen Beitrag leisten können. Insofern bringt euch weiter ein, seid stark, seid laut und kommt auf mich zu, kommt auf die Politik zu. Wir müssen das gemeinsam angehen. Alles Gute.